und sie dann mit. Bauch einziehen und Schultern rollen. Und nach vorn, hochziehen, nach hinten drücken und entspannen. Nochmals rollen, bis an die Ohren und nochmals und noch zweimal. Durch diese Übungen werden die Gelenke gelockert. Letztes Mal. Die Muskeln bewegen und Hüften kreisen und die Knie beugen, die Knie ruhig halten. Ganz langsam beginnen und die Bewegungen kontrollieren. Andersherum. Den Bauch bewegen und den Rücken lockern. Die Schultern gerade halten. Die Knöchel kreisen lassen. Linken Fuß ranziehen und den Boden benutzen, um den Knöchel zu kreisen. Ganze Drehungen. Füße wechseln und kreisen. Alle wichtigen Gelenke des Körpers lockern. Die richtigen Schuhe sind für diese Übung sehr wichtig. Jetzt strecken, den Arm hochstrecken. Und strecken, den Körper strecken. Tief einatmen beim Strecken. Und nochmals. Noch zweimal. Jetzt vorwärts gehen. Und vorwärts marschieren. Die Arme schwingen und zurück. Die Arme schwingen. Marschieren. Nochmals vorwärts. Diese Übungen fördern den Kreislauf und helfen, richtig warm zu werden. Arme kreisen und Knie beugen. Weit zurücknehmen. Am Ohr vorbei. Die Schulter spüren. Jetzt den anderen Arm. Zur Unterstützung der Bewegung die Hand drehen. Knie beugen. Die Knie nach außen über die Zehen drücken. Die Füße müssen weit genug auseinanderstehen. Es ist wichtig, die Knie richtig zu beugen. Es unterstützt die Bewegung. Nun seitwärts strecken. Bauch einziehen, den Arm hochnehmen und zur Seite. Die andere Hand zur Unterstützung auf die Hüfte. Und zurück. Andere Seite. Den Arm hochnehmen, die Haltung kontrollieren, zur Seite strecken, die Bewegung hier spüren. Und strecken. Strecken. Wenn wir das Knie beugen, verstärken wir die Dehnbewegung. Und strecken. Die Füße weit auseinander. Nach dem Aufwärmen nun zu den Dehnübungen. Ein letztes Mal. Nun die Arme strecken. Den Arm nach hinten an die Schulter führen, den Ellbogen halten und leicht hinter den Kopf ziehen. Nun die andere Seite. Die Hand runter, den Ellbogen nehmen und rüberziehen. Die Dehnung soll man im Trizeps spüren. Jetzt beide Schultern. Die Hände über den Kopf führen, die Arme dehnen. Die Haltung kontrollieren und nun die Brust. Die Hände nach hinten nehmen. Immer langsam in die Bewegung hineingehen, niemals ruckartig bewegen. Und entspannen. Gut gemacht. Jetzt sind wir schön warm. Legen Sie sich auf den Boden mit der rechten Seite zum Fernseher. Das Becken neigen. Auf geht's. Den Bauch einziehen, den Rücken flach drücken und entspannen. Bauch einziehen, Rücken flach und entspannen. Das Gesäß leicht vom Boden wegdrücken, um den Rücken flach zu bekommen. Das Becken schaukeln. Noch einmal. Rein, flach und entspannen. Den Arm zur Unterstützung hinter den Kopf legen. Die Hand auf den Oberschenkel legen und das Becken neigen. Der Bauch bleibt eingezogen und hochrollen. Hoch und runter. Übers Knie schauen. Versuchen Sie, weit hochzukommen. Ausatmen beim Hochrollen und einatmen beim Zurücklegen. Sie müssen die Beckenmuskeln richtig spüren. Noch viermal. Nicht versuchen, am Kopf zu ziehen. Dadurch kann der Nacken verletzt werden. Die Lendenwirbelsäule gegen den Boden drücken. Noch einmal. Auf und entspannen. Okay. Nun diese Hand auf diesen Oberschenkel. Wir wollen uns dabei drehen. Und zur Seite drehen. Und auf und wechseln. Damit diese Übung noch wirkungsvoller wird, ganz um das Knie herumgreifen. Auf und wechseln. Das Becken kippen. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Atmung, nicht die Luft anhalten. Noch zweimal. Auf den Ellbogen stützen. Ein letztes Mal. Und entspannen.
Jetzt nehmen wir die Hüften vom Boden, sodass sie mit der Brust eine Linie bilden. Nun die Muskeln hier anspannen. Einfach anspannen und entspannen. Anspannen und entspannen. Es ist für die Gesäßmuskeln und die hinteren Oberschenkelmuskeln. Fest anspannen, noch zweimal. Anspannen, entspannen. Nun das letzte Mal. Flach auf den Rücken legen, hochkommen auf die Ellbogenstützen. Dieses Bein angewinkelt lassen, das andere strecken. Das Becken ruhig halten. Und hoch. Hoch. Und hoch. Das Bein schön gestreckt halten. Die Muskeln anspannen. Noch einmal. Und das andere Bein. Es ist wichtig, den Rücken ruhig auf dem Boden zu halten und nicht zu schaukeln. Sie sollen den Muskel spüren. So weit heben, dass es parallel zum anderen Knie steht. Noch einmal. Und entspannen. Langsam wieder auf den Boden legen. Die Hüften hoch. Eine schöne gerade Linie. Es muss nicht unbedingt hoch sein. Anspannen, entspannen. Anspannen, die Muskeln arbeiten lassen. Eine volle Konzentration ist sehr wichtig, damit die Übungen auch etwas bringen. Die Anspannung muss man spüren. Geben Sie Ihr Ganzes. Ein letztes Mal. Den Rücken nun ganz langsam wieder auf den Boden legen. Und entspannen. Sie sollten nach jedem Muskeltraining etwas Muskelkater haben. Nun auf den Bauch rollen. Den Kopf auf die Hände legen, das rechte Bein strecken und anheben. Hoch und hoch. Hoch. Nicht zu hoch. Die Hüfte muss auf dem Boden bleiben. Noch zweimal. Jetzt die andere Seite. Hoch. Die Muskeln fest anspannen. Die Gesäßmuskeln sollten richtig hart sein. Es sollte deutlich spürbar sein. Ein letztes Mal. Und hoch für die Liegestützen. Hände in Schulterhöhe. Langsam hochkommen. Die Knie unter die Hüften, flacher Rücken und Bauch einziehen. Arme beugen. Die Position der Hüften und Schultern ist sehr wichtig für die Intensität der Übung. Den Kopf genau zwischen die Hände. Noch zweimal. Eins. Und entspannen. Wieder auf den Boden legen. Den Kopf auf die Hände und die Beine heben. Fertig. Und hoch. Hoch. Beide Hüften immer auf dem Boden halten. Das Bein langsam bewegen, sonst kann der Rücken verletzt werden. Das Bein muss nicht sehr weit angehoben werden. Wechseln und hoch. Hoch. Das Knie schön gerade. Den Muskel anspannen ein letztes Mal. Und nochmals hoch für Liegestützen. Die Hände unter die Schultern, die Knie unter die Hüften, der Rücken flach, Bauch rein und runter, hoch, runter, den Boden wegdrücken. Diese Liegestützen sind sehr gut für die Stärkung des Oberkörpers. Langsam runtergehen. Man spürt, wie die Arme arbeiten. Letztes Mal. Ein Hohlkreuz bilden, senken, nach vorne schauen und hochrollen. Den Bauch hochdrücken und entspannen. Es ist eine sehr gute Bewegungsübung für den Rücken. Die Brust zwischen die Knie legen und die Arme nach vorne strecken. Auf den Boden schauen. Zwischen die Hände, zwischen die Arme. Die Dehnung sollte in den Schultern zu spüren sein. Den Rücken verlängern. Nach vorne beugen und auf den Bauch legen. Die Hände vor den Kopf legen. Und die Arme strecken. Die Dehnung sollte vorne spürbar sein. Und langsam. Die rechte Ferse ergreifen, den Fuß halten. Die Hüfte bleibt auf dem Boden und die Dehnung ist im Oberschenkel zu spüren. Beine wechseln. Die Hand ganz langsam zum Bein führen und den Fuß halten. Während der Dehnübungen ganz ruhig bleiben. Keine hastigen Bewegungen, da sonst Verspannungen oder Verletzungen auftreten könnten. Und entspannen. Auf den Rücken rollen. Beide Beine anwinkeln und eins langsam zur Brust führen.
Das Bein festhalten und langsam strecken. Spüren Sie die Dehnung am hinteren Bein? Durch das Gewicht der Arme das Bein ganz langsam nach unten ziehen. Okay, und das Bein wieder auf den Boden bringen. Das andere Bein zur Brust führen, den Unterschenkel halten und strecken. Die Dehnung hinten in der Achillessehne spüren. Es sollte angenehm sein. Der Rücken flach auf dem Boden. Entspannen und das Bein etwas näher zum Kopf ziehen, um es dadurch noch ein Stückchen mehr zu dehnen. Ein letztes Mal. Okay, wieder aufsitzen. Die Füße zusammen und die Knie auseinander. Die Knöchel halten und die Beine wegdrücken. Die Dehnung muss innen im Bein spürbar sein. Nun ein Bein ausstrecken. Ganz lang ziehen. Nun das andere Bein wegdrücken, strecken. Nun die Knöchel kreisen. Ganz herum. Kreisen und nochmals. Jetzt langsam aufstehen. Langsam aufstehen. Die Haltung kontrollieren und zum Armdehnen die Hand hinten an die Schulter legen. Die andere Hand an den Ellbogen und hinter den Kopf ziehen. Wechseln. Nach hinten fassen, den Ellbogen fassen und hinter den Kopf ziehen. Die Dehnung ist im Trizeps zu spüren. Und kreisen. Arme kreisen und halten. Ganz langsam und entspannen. Aufwärmen für Aerobics. Knöchel kreisen. Den Fuß zum anderen Bein hin bewegen. Den Boden zur Verstärkung der Bewegung benutzen. Beine wechseln. Achten Sie auf Ihre Haltung. Jetzt kommen wir zu den Aerobic-Übungen. Knöchel kreisen und Knie beugen. Darauf achten, dass die Knie nach außen zeigen, nicht nach innen lassen. Und die Arme dazu. Ein letztes Mal. Schultern rechts, hoch, jetzt links, jetzt beide zusammenkreisen und rollen lassen. Jetzt wiederholen, rechts. Benutzen Sie die Schultermuskeln, hinten fest zusammendrücken. Hüften kreisen lassen, Knie beugen. Und die Hüften kreisen mit Hilfe des Bauches. Nun zur anderen Seite. Benutzen Sie diese langsamen, kontrollierten Bewegungen, um Ihren Körper auf die energetischen Übungen vorzubereiten. Nochmals Knie beugen. Achten Sie auf die Position Ihrer Füße. Die Arme dazu. Direkt vor dem Körper kreisen lassen. Je größer Ihre Bewegungen, umso wärmer werden Sie. Strecken. Den Arm zur Decke strecken. Noch einmal. Jetzt doppelt so schnell. Strecken. Hoch, hoch. Den Brustkorb dabei hochziehen. Ferse Zehen rechts. Die Zehen hochstrecken und den Fuß entspannen. Wechseln. Den Knöchel lockern. Arme kreisen. Rechten Arm am Ohr vorbei nach hinten. Jetzt der andere Arm. Die Schultern lockern. Kniebeugen helfen beim Rhythmus dieser Bewegung. Jetzt zum Wadendehnen. Den Fuß nach hinten stellen, die Ferse aufsetzen und die Wade dehnen. Den Fuß näher ran und das Knie etwas beugen. Man spürt die Dehnung jetzt näher am Knöchel. Andere Seite. Die Ferse fest am Boden halten. Die Füße sollten für bessere Balance weit genug auseinander stehen. Das Bein durchdrücken, das hintere Bein beugen. Das Knie nach außen drücken in einer Linie mit den Füßen. Die Ferse ranziehen und mit der Hand derselben Seite halten und dehnen. Für diese Übung können Sie eine Wand oder einen Stuhl zu Hilfe nehmen. Nochmals, die Ferse hinten hochziehen. Zur besseren Dehnung das Knie leicht nach hinten nehmen. Das Bein zur Seite auswinkeln zum Dehnen der Innenseite. Das Bein nach außen schieben, andere Seite.
Die Hüfte gerade halten und die Knie nach außen. Zum Schutz der Knie müssen beide Füße fest am Boden bleiben. Füße nach innen und die Schultern dehnen. Und entspannen. Ausschütteln. Jetzt sind wir bereit für Aerobics. Wir beginnen jetzt mit Gehen im Stand. Die Fersen fest auf den Boden drücken. Die Arme etwas mitnehmen. Wir machen es am Anfang etwas leichter und steigern später. Schritt und ran, nach rechts. Und Schritt ran. Das eine Bein zur Seite, das andere nachstellen. Knie beugen. Los, die Knie schön beugen. Federnde Beine. Jetzt die Arme dazu. Und hochschlagen, rausschlagen. Und nochmals, die Knie beugen, die Arme gestreckt halten. Es ist leicht, Ihre Aerobic-Fitness zu steigern. Seien Sie bei den Übungen jedoch immer gründlich. Beugen und strecken, Füße auseinander. Beugen und zur Decke strecken. Knie beugen und strecken. Doppelt so schnell. Achten Sie auf die Technik dieser Übungen. Und nochmals runter. Vorwärts gehen. Und zurück. Und nochmals nach vorne. Und zurück. Und nochmals. Vorwärts. Noch einmal. Jetzt zur Seite. Auf geht's. Erst hier fangen Sie richtig an zu arbeiten. Ein kleiner Sprung bei der Drehung. Die Intensität wird gesteigert. Etwas stärker. Und noch einmal. Beugen und strecken. Füße weit auseinander. Beugen und strecken und noch einmal. Beugen und doppelt so schnell. Beugen, strecken. Gut, weit strecken. Vorwärts gehen und zurück. Noch einmal. Schritt und ran. Wie am Anfang. Schritt und ran in diese Richtung. Hoch und gut. Zur Seite. Jetzt sind wir richtig drin. Jetzt sind wir warm. Schritt und ran. Die Arme hoch. Beugen und strecken. Und beugen, strecken. Doppelt so schnell. Rauf und runter. Über die Diagonale strecken. Erst zur einen Seite, dann zur anderen Seite. Knie hochziehen. Nach unten und das Knie zur Brust ziehen. Hoch. Wechseln. Hoch. Los, die ganze Energie reinstecken. Und hüpfen. 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 Wenn es für Sie zu anstrengend ist, können Sie stattdessen auf der Stelle gehen. Die Knie hoch. Die Arme schwingen. Hoch. Beugen und strecken in der Diagonalen. Beugen. Hoch und noch einmal. Besonders weit strecken. Und noch etwas weiter. Und nun die Fersen. Und raus, raus. Die Arme gehen vor und zurück. Die Schultern hinten leicht zusammendrücken. Und rausdrücken. Die Knie schön beugen. Vorwärts gehen. Zurück. Und nochmals vorwärts. Schritt und ran nach rechts. Und hoch, hoch, hoch. Die Knie beugen. Jetzt zur Seite. Und hoch. Geht's Ihnen gut? Sollte eigentlich. Noch mehr Anstrengung. Schritt und ran. Und hoch. Beugen. Gut. Beugen und strecken in der Diagonalen. Hoch. Und strecken. Hoch. Und gerade nach oben. Hoch. Und immer wieder die Beine strecken. Knie hochziehen. Den Arm benutzen. Und ranziehen. Die Seite wechseln. Auf den Rücken achten. Die Bauchmuskeln benutzen. Und noch einmal hüpfen. Hüpfen. Wenn auch diese Übung zu anstrengend ist, gehen Sie stattdessen wieder auf der Stelle. Und marschieren.
Die Knie hochziehen. Und weiter. Okay. Die Beine spreizen und zur rechten Seite beugen. Und links. Rechts. Das Knie nach außen drücken und die Arme dazu. Beugen. Das Bein gestreckt lassen. Und kreisen. Vorwärts gehen. Und zurück. Und nochmals. Vorwärts. Schritt und rein zu dieser Seite. Die letzten Minuten. Beugen. Knie beugen. Jetzt das Gewicht verlagern. Beugen und links. Beugen und links. Auf die Knie achten. Jetzt die Arme schwingen. Die Beine beugen und strecken. Langsam sollten Sie wieder zu Atem kommen. Knie und Schultern langsam. Und strecken. Und noch einmal. Langsam. Das Bein in die Grätsche. Den Arm benutzen. Weit schwingen. Und noch einmal. Den Oberschenkelmuskel benutzen. Und kreisen. Das Knie nach außen drücken. Ein letztes Mal. Und in die Mitte. Öffnen. Jetzt sollten Sie erst einmal wieder zu Atem kommen. Gleich weiter zur Wadendehnung. Die Ferse fest aufdrücken und die Dehnung in der Wade spüren. Fuß etwas weiter heranziehen. Die Lendenwirbelsäule etwas beugen, die Ferse wieder aufsetzen. Das Gewicht befindet sich zwischen beiden Füßen und man spürt die Dehnung etwas tiefer. Jetzt das Bein wechseln. Die Ferse fest aufsetzen. Die Fußspitzen zeigen nach vorne. Das Bein ist gestreckt. Jetzt die Wadenmuskeln dehnen. Den Fuß ranziehen, Hüften und Bauch etwas senken. Das hintere Knie beugen, in einer Linie mit dem Fuß. Einrollen und jetzt die Wade dehnen. Gut so. In die Seitenlage. Den Kopf auf die Hand stützen. Den oberen Fuß nehmen, das untere Knie muss gebeugt sein. Jetzt die Ferse ans Gesäß ziehen und das Knie ganz leicht nach hinten drücken. Das Becken darf dabei nicht kippen. Die Dehnung wird im Oberschenkel spürbar. Jetzt zur anderen Seite legen. Hinlegen, den Kopf auf die Hand, die Knie beugen, die obere Ferse greifen. Wenn Ihnen diese Position eigenartig erscheint, so legen Sie sich dazu auf den Bauch. Und wieder aufsetzen. Die Füße zusammen, die Knie auseinander und die Knöchel halten. Die Knie herunterdrücken. Die Dehnung spürt man in der Innenseite der Beine. Entspannen und die Knie leicht zum Boden drücken. Immer daran denken, die Dehnübungen leicht und nicht ruckartig auszuführen. Nun dehnen wir die Achillessehne. Ein Bein vor uns ausstrecken, das andere seitwärts. Den Körper gerade halten und leicht nach vorne neigen. Die Hände zur Unterstützung nach vorne und entspannen. Entspannen Sie die Muskeln am hinteren Bein. Ihre Verlängerung führt zu größerer Beweglichkeit und Belastbarkeit. Wieder hochkommen und das andere Bein nach vorne bringen. Langsam nach vorne neigen. Die Dehnung hier unten am Bein spüren. Das Bein muss nicht ganz gestreckt sein. Der Fuß muss jedoch nach oben zur Decke zeigen. Wenn der Rücken entspannt ist, können Sie das Bein anziehen. Weil die Muskeln warm sind, sollten Sie gut auf die Dehnung reagieren. Und entspannen. Aufwärmen, los geht's, marschieren. Die Knie hochziehen und die Arme benutzen. Die Fersen vor. Und die Arme nach vorne. Die Schulterblätter benutzen. Am Rücken zusammendrücken. Beine grätschen für die Schultern. Rollen. Und öffnen. Nach vorne. Öffnen. Nochmals. Zurück. Die Arme in den Schultern drehen. Es hilft beim Öffnen. Knie anziehen. Rechtes und hoch.
Seite wechseln. Hochziehen. Noch einmal. Hier halten und zur Seite ziehen und ziehen. Das Becken kontrollieren. Der Körper sollte vollkommen gerade sein. Den Körper gerade halten. Arme kreisen. Noch einmal. Am Ohr vorbei. Andere Seite. Das wärmt sehr gut auf. Hüften kreisen. Knie beugen. Die Hüften kreisen lassen. Die Bauchmuskeln benutzen. Andere Seite. Zurück und ganz herum. Grätsche nach rechts und nach außen. Zur Seite. Die Knie sind außen, Bauch rein. Und die Arme dazu. Strecken und hoch. Am Ohr vorbei. Halten und Taille drehen. Drehen. Den Kopf gerade halten und mitnehmen. Zum Dehnen nun den Fuß drehen. Knie beugen in die Diagonale. Den Körper auf den Oberschenkel. Die Wade nehmen und zurücklehnen. Vorne dehnen. Sie spüren es hinten im Bein, hier in der Sehne. Zur anderen Seite drehen. Die Füße parallel zur Diagonalen stellen. Die Wade halten und zurücklehnen. Das Knie ist außen. Wieder nach vorne drehen und über den Bauch hochrollen. Arme dehnen. Die Hand nach hinten und den Ellbogen halten. Andere Seite wechseln. Die Hand geht nach hinten, den Ellbogen halten und den Trizeps dehnen. Nun die Oberschenkel. Die Ferse hochnehmen und den Knöchel halten. Den Oberschenkel dehnen. Und die Seite wechseln. Den Arm zur Balance strecken. Die Ferse hinten hochziehen. Und entspannen. Nun zur Muskelspannkraft. 15 cm vom Stuhl entfernt stehen, das Knie über den Fuß und das Bein nach hinten. Und heben. Hoch. Die Hüfte unten und ruhig halten. Nur die Ferse zur Seite. Noch einmal. Eine kleine Pause, dabei leicht in die Knie. Das Bein wieder zurücknehmen und die Ferse hoch. Und nochmals. Hier ist es spürbar. Und etwas stärker. Die Hüfte bleibt unten. Noch einmal. Und entspannen. Zum Stuhl drehen und das andere Bein nach hinten und nach vorne lehnen. Ranziehen. Hoch. Und ranziehen. Die Ferse zum Körper ziehen. Das Knie bleibt ruhig. Ein letztes Mal. Den Fuß nach hinten stellen. Den Körper nach vorne drehen, beugen und runter und runter. Langsam, langsam und hochziehen. Noch einmal und langsam runter, hoch und nun zur anderen Seite. Das Bein nach hinten und runter und hoch. Den Oberschenkelmuskel anspannen. Die Bewegung bis zum Ende ausführen, nicht in die Knie sacken. Ein letztes Mal. Und entspannen. Fersen heben. Die Beine in leichte Grätstellung. Hoch. Hochziehen. Das Gewicht lastet auf dem großen Zeh. Hochziehen. Ein letztes Mal. Okay. Das Gewicht auf dem Bein zum Stuhl, das andere seitwärts. Hoch. Hoch. Die Hand auf die Hüfte, um sie runterzudrücken. Man spürt die Anspannung in der Seite. Noch einmal. Und entspannen. Eine leichte Kniebeuge. Noch sechsmal. Das Knie nach innen und zur Seite. Weg. Hüfte runterdrücken. Dann spürt man, wie das Bein arbeitet. Letztes Mal. Zum Stuhl drehen. Das andere Bein nach hinten strecken. Und Ferse. Zurück. Ferse. Das Knie ruhig halten. Noch dreimal. Eins. Die Arbeit der Muskeln spüren. Letztes Mal.
Die Beine weit in die Grätsche. Beugen. Runter. Hochziehen. Und noch einmal. Die Knie nach außen drücken. Je tiefer man beugt, aber bitte nie tiefer als das Knie, umso mehr werden die Oberschenkelmuskeln beansprucht. Die Arme heben. Hoch. Oben zusammendrücken. Letztes Mal beugen und entspannen. Jetzt für Bauchübungen auf den Boden. Auf den Boden setzen, die Hände zum Körper gerichtet und mit den Zehen schlagen. Und die Zehen richtig hochziehen, so weit wie möglich. Nun wechseln. Rechts, links. Auf den Rücken legen. Den Knöchel auf das Knie legen, die Hände an die Ohren und jetzt der Bauch. Und drehen, drehen, drehen. Den Ellbogen zum Knie führen. Der Bauch bleibt beim Hochrollen ganz flach. Noch zweimal. Auf diesen Ellbogen stützen und entspannen. Die Knie zusammen und anspannen. Und entspannen, anspannen und entspannen. Anspannen. Und noch einmal. Nun die andere Seite. Den anderen Knöchel aufs Knie. Die Hände zur Unterstützung an den Kopf und losdrehen. Hoch. Hochrollen. Die Lendenwirbelsäule bleibt auf dem Boden. Der Bauch bleibt flach. Den Kopf ranziehen. Noch zweimal. Das letzte Mal. Wieder spannen, anspannen und entspannen. Die Gesäßmuskeln spannen. Spannen. Noch einmal. Und entspannen. Aufrichten und die Hände zum Körper gerichtet aufsetzen. Senken und die Arme beugen. Den Trizeps, den Muskel des hinteren Arms dehnen. Noch zweimal und ausruhen. Weitere sechsmal. Hände zurück und eins, zwei. Das Gewicht auf die Hände verlagern. Noch zweimal und entspannen. Auf den Boden legen und noch ein paar Bauchübungen. Knie über den Magen. Hochrollen. Auf geht's und auf. Und nochmals hoch. Ganz hoch. Die Knie möglichst ruhig halten. Noch zweimal. Man spürt, wie die Muskeln hier arbeiten. Und entspannen. Herumdrehen und aufrichten für Liegestützen. Die Hüften befinden sich vor den Knien, die Schulter über den Händen, Bauch rein, der Rücken flach. Fertig. Und runter, hoch. Der Bauch ist der Mittelpunkt. Nicht loslassen. Und noch einmal. Runter, hoch, runter. Noch zweimal. Ein letztes Mal auf den Bauch liegen. Die Fersen zusammen, die Hände auf den Rücken. Die Muskeln anspannen, die Schultern hochrollen und hoch. Hoch. Die Hände die Beine entlang schieben. Die Rückenmuskeln arbeiten lassen. Noch zweimal. Ein letztes Mal entspannen. Und wieder hoch für die Liegestützen. Die Hüften vor die Knie, die Hände über die Schultern und den Rücken flach. Und runter. Den Kopf zwischen die Hände. Armmuskeln arbeiten lassen. Die letzten zwei und zurücklehnen. Zum Abschluss dehnen. Die Hände vorschieben, bis sich die Hüfte vor den Knien befindet. Die Brust zum Boden führen. Auch die Schultern dehnen. Nun für den Bauch auf den Boden legen,
Die Hände vor das Gesicht und die Arme strecken, um die Dehnung zu spüren. Und entspannen. Eine Ferse nach vorne nehmen, den Fuß halten und anziehen. Die Dehnung ist im Oberschenkel zu spüren. Die Beine wechseln. Den Fuß halten und die Ferse ranziehen, um die Dehnung zu verstärken. Auf den Rücken rollen, ein Bein anwinkeln, das andere Bein zur Brust führen und festhalten und strecken. Und diesen Muskel hier entspannen. Leicht zum Kopf ziehen. Das Bein wechseln. Anziehen. Die Wade halten und strecken. Halten und entspannen. Den Muskel verlängern. Den Knöchel auf das Knie legen. Mit Hilfe der Ellbogen aufrichten und aufsetzen. Die Dehnung ist hier deutlich. Zurücklehnen, den Knöchel aufs Knie und aufrichten. Dadurch wird der Gesäßmuskel gedehnt. Und jetzt die Beininnenseiten. Die Knie auseinander, die Ellbogen in die Knie drücken, den Kopf kreisen lassen und die Arme hochstrecken. Tief einatmen und ausatmen. Auf geht's. Fersen und Zehen rechts. Fuß weit nach vorne. Die andere Seite. Die Knöchel bewegen. Schwingen und die Knie beugen. Beugen und die Beine danach strecken. Die Arme über den Kopf nehmen und hochstrecken. Hoch. Die Arme ganz lang machen und drehen. Und strecken. Drehen, strecken. Hoch. Das Gewicht auf das Bein übertragen. Jetzt die Hüfte halten und den Bauch seitwärts strecken. Hoch. Hoch. Nochmals rauf. Das Gesäß anspannen. Runter. Die Seiten lockern. Strecken. Das Bein rausstellen und die Knie beugen. Die Hände zur Decke strecken. Und den Brustkasten dehnen. Skischwünge. Das Bein ranstellen. Die Füße sind parallel. Und nochmals. Hoch. Drehen und strecken. Und drehen. Hoch. Und noch einmal. Den Arm weit ausstrecken. Ganz lang machen. Die Knie beim Beugen nach außen. Jetzt die Hüften. Hin und her. So, und weiter geht's mit dem Auflockern. Kreisen. Die Hüften ganz herum. Zur anderen Seite. Zurück. Nun dehnen. Die Wade zuerst. Die Ferse rückwärts aufsetzen. Das Bein strecken und die Dehnung in der Wade spüren. Ransetzen und für die untere Wade beugen. Die Ferse hoch für die Oberschenkel. Jetzt das andere Bein. Die Ferse aufsetzen. Die Dehnung in der Wade spüren. Ransetzen und Knie beugen. Die Wade hochziehen. Und halten. Dieses Bein zur Seite. Knie beugen und die Innenseite dehnen. Hier muss man es spüren. Auf die andere Seite. Den Fuß rausschieben, Knie nach außen und dehnen. Aufrichten und jetzt die Schultern. Die Hände zusammen und Arme weit nach oben strecken. Die Schultern dehnen und entspannen. Jetzt zum Abschluss die Brust. Anheben und weit dehnen. Die Arme kreisen und entspannen. Das war zum Aufwärmen. Jetzt die Aerobics. Bauch rein, Gesäß anspannen, Knie beugen und die Schultern anheben bis an die Ohren. Bizeps rollen, beugen,
Beugen und strecken. Zwei Schritte nach rechts. Beugen und zurück. Die Knie nach außen drücken. Große Schritte machen. Die Arme dazu. Und nochmals. Knie anheben. Rechts. Anziehen. Hoch. Wechseln. Immer viermal. Wechseln. Anziehen. Und nochmals. Und nach vorne. Schritt nach rechts und zurückhüpfen. Nach vorne. Und hüpfen. Und noch einmal. Nach vorne. Zurück. Zur Seite. Arme. Zurück. Und noch einmal. Runterziehen. Nun nach vorne. Arme zurückziehen. Die Brust weitet sich. Knie anziehen. Rechts. Die Füße kontrollieren. Wechseln. Anziehen. Hoch. Wechseln. Rein. Rein. Wechseln. Seitlich nach vorne. Nach rechts, nach links. Und vorwärts. Die Arme benutzen. Und nochmals vorwärts. Und zurück. Und nochmals. Und zurück. Und Knie anziehen. Anziehen. Hoch. Wechseln. Jetzt twisten. Twisten. Die Arme schütteln. Und zurück. Jetzt kommen wir richtig rein. Marschieren. Schwingen. Zweimal halb hoch, einmal über den Kopf. Wechseln. Zwei halbe, einmal ganz herum. Die Arme können dabei leicht angewinkelt sein. Wechseln. Und noch einmal. Wir werden davon viele machen. Im Rhythmus. Rum. Wechseln. Und nochmals. Weit zur Seite. Tief einatmen dabei. Nun wieder seitlich nach vorne. Vorwärts. Zurück. Und nochmals vorwärts. Zurück. Vorwärts. Und nochmals zurück. Im Rhythmus bleiben. Seitenschritte. Und zurück. Und nochmals. Die Arme runterziehen. Die Arme nach vorne. Zurückziehen. Es ist wichtig, die Arme kräftig zurückzuziehen. Knie heben. Rechts. Anziehen. Hoch. Wechseln. Ellbogen rein. Wechseln. Und twisten. Twisten. Und die Arme schütteln. Und runter. Knie heben. Rechts. Anziehen. Hoch. Seite wechseln. Anziehen. Hoch. Und twisten. Arme hochbringen. Jetzt machen wir eine neue Bewegung. Springen nach rechts drehen und links beugen. Rechts. Links. Und marschieren. Knie anziehen. Genau so. Noch einmal. Springen. Anziehen. Und marschieren. Arme. Nochmals. Drehen mit Sprung. Hoch. Und marschieren. Und nochmals. Anziehen. Hoch. Und marschieren. In die Grätsche. Arme kreisen und Knie beugen. Und schlagen. Raus. Und nochmals. Den Boden umgraben und ranziehen. Und nochmals. Und schlagen. Und nochmals. Den Boden umgraben. Die Reihenfolge nochmals. Und nochmals. Ranziehen. Die Arme bewegen. Und zurück. Die Arme kreisen. Tief einatmen und rum. Ein letztes Mal. Nach vorne gehen. Auf den Boden schlagen und strecken. Nochmals gehen. Den Boden berühren. Strecken. Nochmals runter. Die Knie beugen. Hoch. Noch einmal. Runter. Schwingen. Halben Schwung. Ganz herum. Und zurück. Und nochmals. Ganz herum. Hoch. Und nochmal. Fühlt euch wohl? Seitenschritte. Die Arme dazu. Zur Seite. Ziehen. Die Arme nach vorne. Ranziehen. Ranziehen. Die
Beine beugen. Knie heben. Jetzt wieder ruhiger. Langsam zur Luft kommen. Andere Seite und wechseln. Und twisten. Die Arme schütteln. Und wieder zur Luft kommen. Noch einmal Knie heben und anziehen. Hoch. Wechseln. Und twisten. Die Fersen nach vorne holen. Jetzt mit den Zehen auf den Boden klopfen. Wechseln. Jetzt beide zusammen. Hochziehen. Die Knie gebeugt. Und die Arme dazu. 6, 7, 8. Und Schluss. Gut gemacht. Wir beenden jetzt diesen Abschnitt mit den Übungen. Den rechten Fuß nach hinten stellen, Ferse fest auf dem Boden, die Dehnung in der Wade spüren, den Fuß weiter nach innen, Knie beugen. Die Dehnung ist jetzt tiefer in der Wade, das Bein wechseln, die Ferse runter, den Fuß näher ran, Knie beugen. Hochkommen, nun die Schultern, eine Hand auf den Rücken legen. Die andere Seite. Die Hand zwischen die Schulterblätter legen und rüberziehen. Jetzt vor dem Strecken zur Seite das Becken kontrollieren. Hand auf die Hüfte, um die Drehung zu unterstützen. Und die andere Seite. Die Hand herüber und den Körper verlängern. Auf den Boden für die Schultern. Den Körper runter. Die Hände vor uns ausstrecken. Hüften über die Knie. Und die Dehnung halten. Es sollte auch in den Schultern spürbar sein. Die Brust dazu nach unten drücken. Auf die Seite legen. Die Beine ausstrecken. Das untere Bein ist angewinkelt. Den Knöchel fassen und die Dehnung spüren. Das Knie noch etwas weiter zurücknehmen, um die Dehnung zu verstärken. Auf den Rücken. Das Bein zur Brust führen. Dasselbe Bein wie eben. Und ganz langsam strecken und entspannen. Entspannen. Das Bein halten. Dabei können Sie versuchen, es noch mehr zu dehnen. Entspannen Sie und ziehen Sie das Bein noch etwas näher zum Kopf. Es muss nicht gestreckt sein. Entspannen. Aufsetzen zum Entspannen. Die Beine auseinander, die Knöchel halten. Die Dehnung hier innen spüren. Entspannen. Die Muskeln verlängern. Herunterdrücken. Und noch einmal für die Oberschenkel auf die andere Seite. Das untere Bein zur Unterstützung anwinkeln. Den Knöchel halten und das Knie zurückführen. Die Dehnung im Becken spüren. Jetzt für die Achillessehne auf den Rücken legen. Das Knie an die Brust führen. Das Bein strecken und halten. Die Dehnung spüren. Einfach ausstrecken. Denken Sie daran, es noch ein Stückchen weiter zu bringen. Ein kleines Stückchen. Und langsam wieder auf. Gut gemacht. Das war's für heute. Und wenn Sie sich in Topform bringen wollen, steigern Sie Ihre Leistung durch den Y-Plan Teil 2.